So, diesmal ein Querverweis zum Thema Projektmanagement und diesmal die Critical Chain. Die Critical Chain ist im Endeffekt die Abfolge von Aufgaben oder von Tasks in einem Projekt oder Teilschritte in einem Projekt, die nicht unterbrochen werden soll oder darf, denn sonst verschiebt sich das gesamte Projekt. Die kritische Kette in diesem Fall wäre Task A, B, C, E. Task D und Task F dürfen sich unter Umständen ein bisschen verschieben und wir hätten noch kein Problem, da das Endziel nach wie vor erreicht wird. Also die kritische Kette könnte man auch als Staffellauf sehen und wer diesen Task hat in diesem Staffellauf, der gibt sein Bestes. Der gibt sein Bestes insofern, dass er die Staffel möglichst schnell zum nächsten, sprich zum zweiten Task, zum nachfolgenden Task weitergeben kann, um das Projektziel nicht zu gefährden. Das heißt im Projektmanagement aber auch, dass diese Person, die einen entsprechenden Task gerade hat, möglichst nicht abgelenkt werden soll oder irgendwie aufgehalten werden soll durch etwa unnötige Meetings oder ähnliches, damit das Ziel nicht gefährdet wird. So in diesem Fall gezeigt hier ist eben der, sind verschiedene Tasks, verschiedene Aufgaben in einem Projekt und der blaue Bereich sind geschätzte Bufferzeiten. Wie wir zu Zeitschätzungen kommen in einem anderen Video. Aber das sind geschätzte Bufferzeiten. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, sollen Task D und Task F möglichst früh oder möglichst spät beginnen? Ja, ihr könnt mal kurz überlegen, vielleicht das Video kurz pausieren und überlegen, was glaubt ihr ist vielleicht besser? Möglichst früh oder möglichst spät mit Task F beginnen? Also jetzt Pause drücken, gleich ist es zu spät. Also wenn das die geschätzte Bufferzeit ist und das die geschätzte Entwicklungszeit, um diese Aufgabe zu erledigen, ist die Frage, möglichst früh oder möglichst spät zu beginnen. Und die Antwort ist idealerweise möglichst spät. Nicht deswegen, damit wir sagen, wir haben noch mehr Risiko, damit sich ein Task verschiebt. Ja, das geht damit einher. Und ja, das ist unter Umständen gut. Aber nicht nur zu wissen, dass es möglichst spät ist, sondern auch die Frage nach dem Warum. Und diese Frage wollen wir jetzt klären. Also gehen wir von einer beliebigen Aufgabe aus, die unter Umständen etwas länger dauert, also etwas länger als so 3 Minuten. Das Thema ist Studentensyndrom, funktioniert natürlich genauso für Schüler und jede andere Personengruppen, aber es heißt halt so, weil es wahrscheinlich da als erstes beobachtet worden ist. Gut, wir haben rechts eine Deadline dargestellt als die blaue Linie und wenn wir uns überlegen, wie wollen wir ein Projekt angehen oder eine Aufgabe angehen, dann sagen wir, okay, bis zur Deadline wollen wir möglichst gleiche Pakete haben oder ich mache es gleich. Und dann konnte man sich irgendwie nicht motivieren. Ja, und die nächsten Tage ebenfalls nicht. Und dann wieder nicht, und dann wieder nicht, bis irgendwann die Deadline näher kommt und die Produktivitätskurve sieht irgendwie so aus. Und ja, sie geht bewusst auch gern über die Deadline hinaus. Nun gut, das heißt schlussendlich als Konsequenz, alles nimmt sich oder braucht so lange, wie es Zeit hat. Möglicherweise sogar noch etwas länger. Aber es braucht schon so lange, wie es Zeit hat. Wenn wir jetzt eine Aufgabe ohnehin schon möglichst früh beginnen, um wirklich fertig zu werden, dann wird die Aufgabe nicht die geplante Zeit, die geschätzte Zeit in Anspruch nehmen, sondern alle Zeit, die es kriegen kann. Hier noch ein bisschen optimieren, da noch ein bisschen warten, da ein bisschen überlegen, keine Entscheidungen treffen, lieber noch ein bisschen recherchieren, tausend Ausreden und Begründungen, warum es länger dauerte. Dass schlussendlich das ganze Projektziel damit gefährdet wird, ist klar. Das ist auch der Grund, warum wir idealerweise möglichst spät mit einer Aufgabe beginnen, damit die entsprechende Deadline nahe ist, damit wir in die Produktivitätskurve überhaupt reinkommen und nicht an der Tangente verhungern. Also, das ist ein Grund. Jetzt ist noch die Frage, wenn wir möglichst spät oder wenn alles so lange Zeit hat, wie es sein kann, wie gehen wir dann mit den Pufferzeiten um? Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.